So, heute schaue ich mir mal den Neckar Camping in Tübingen an. Mal schauen, wie so ein Campingplatz mitten in der Stadt ist. Wirtschaft sind sie auf jeden Fall auch. Ah, und sogar bis 22 Uhr in der Woche auf und bis 23 Uhr am Samstag. Kann man ja ein paar Bierle dann trinken. Dann schauen wir uns den Marktplatz mal an. Stellplatz 29 Euro pro Person. Also für Zelt 20 Euro pro Person. Also das gleich eine Person gleich dabei. Das geht. Und jede weitere zu 4 Euro. Jetzt schauen wir mal den Platz an. Also vom ersten Eindruck her finde ich den cool. Erinnert mich ein bisschen an die Serie Die Camper. Der Herr in der Rezeption war auf jeden Fall sehr nett und jetzt habe ich einen guten Eindruck von dem Campingplatz. Also ein kleiner Spielplatz. Dann gucken wir mal die Waschhäuser an. Das ist auf jeden Fall die Dusche. Das sind halt ihre Knöpfe zum Draufdrücken. Ja. Und hier kann man seine Sache ablegen, wenn sich draufsetzen. Also, wenn die Campingplätze mal in Italien angucken, war es auch unterirdisch. Hier sind dann die Waschbecken, wo man sich die Zähne putzen kann. Erinnert mich ein bisschen an das Freibad hier vom Gehölz, vom Holz her und sowas und vom Aufbau vom Häusle. Andere Kinder hat auch Waschbecken. Und so sieht die Dusche dann von ein bisschen weiter weg aus. Hier gibt es dann auch Waschmaschine. Mach ich gerade zu irgendwie. Ah. Eine Münze und der Schlüssel in der Rezeption holen. Und hier kann man so, gibt sogar Kochgelegenheiten und zum Abspülen gegen Bezahlung. Ob es geht, 50 Cent zum Kochen, Abspüler 50 Cent. Denke ich mal, oder? Hey, Abspüler ist umsonst, so die Herdplatte 50 Cent. Aber ich finde, das ist in Ordnung. Hier kann man seine Kühlakkus reintun. Und sein Essen lagern, wenn man keinen Kühlschrank hat. Auf jeden Fall ein richtig schöner Platz. Können wir auch mal vorstellen, da übers Wochenende zu zelten oder Camping zu machen. Normalerweise müsste auch direkt an den Neckar rankommen. Und Hunde sind auch erlaubt hier auf dem Platz. Allerdings in der Leine. Und wenn man hier einen Stellplatz hat, dann hat man den direkten Blick auf den Neckar. Und da schwimmt sogar einer drinnen gerade. Richtig schön. Das finde ich auch schön, dass das so am Hang liegt. Aber hätte ich echt nicht gedacht, dass nur ein kleiner Platz oder so ein kleiner, schöner Platz mit in der Stadt gibt. Oh. Finde ich klasse. Hier ist die Zeltwiese. Und von der Preise her auch völlig in Ordnung. Also auf jeden Fall, wenn ihr auf der Durchreise seid, Tübingen, kann ich den Campingplatz sehr empfehlen. Dann hat es hier so Picknicktische auch. Und das sind wahrscheinlich die Dauerstellplätze, so wie das aussieht. Ja, wie bei der Serie Die Camper. Mir gefällt's. Ich finde es schön.
Also, es gibt hier jetzt nicht eine gute Stelle, wo man direkt an den Neckar runterkommt. Es ist alles ein bisschen Hanglage, aber es geht, man kommt jetzt hier runter. Aber wenn man nicht gut auf den Beinen ist, das ist ein Problem. Aber hier muss es bestimmt auch eine Stelle geben, wo man ein bisschen besser runterkommt an den Neckar zum Schwimmen. Vielleicht treffe ich jetzt mal hier jemanden, wo man das beantworten kann. So, dann habe ich jetzt gerade ein nettes Pärchen kennengelernt. Beziehungsweise, der mir ein bisschen was zeigt. Wo ich jetzt hier eine Stelle finde, wo der Müll können wir auch kleben. Das ist jetzt doof an, aber wo mir hier der Müll abgleitet. Hier kommt dann der Müll hin. Okay. So wie auf dem Camping Fornella. Alles an einem Ort gesammelt und nicht auf dem ganzen Campingplatz überall Mülleimer. Weil ich das immer praktischer fand. So. Hier soll eine gute Stelle sein, wo man dann runterkommt, an Neckar. Strom ist ja auch günstig, zahlst 3 Euro am Tag. Also muss ich nicht pro Einheit zahlen. Und jetzt laufen wir da mal runter. Ja gut, jetzt für ältere Leute, wo nicht gut auf den Beinen sind, ist es natürlich nicht so toll. Aber da hier mehr Jüngere sind, passt es ja. Du gehst dann schön morgen zum Neckar runter und bade gehen. Und finde ich auch eine richtig schöne Stelle. Ja. Das ist der Natur pur. So sieht dann die Treppe aus. Können wir eine schöne Wanderung oder Spaziergang machen. Also Neckar-Camping finde ich stark. Aber kann ich mir echt vorstellen, mal hier übers Wochenende. Mit ein paar Kumpels. Also die Waschmaschine kostet 3 Euro. Und die Einfahrtzeiten sind von 8 bis 14.30 Uhr. Dann ist Mittagsruhe. Und dann kann man bis 22.30 Uhr wieder reinfahren. Wie lange die Mittagsruhe jetzt geht, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Da steht sie oben nochmal drin. Ah ja, steht sie drin. Ah ne, 8 bis 12.30 Uhr. Dann 2 Stunden dicht und auf 14.30 Uhr bis 22 Uhr. Also, das war Neckartrain Camping Tübingen. Sehr netter Platzbetreiber. Also, hat mir gefallen, also. Echt so, also. Ich bin auf jeden Fall mal hier übers Wochenende und würde ich euch auch empfehlen. Es gibt da viele Freizeitmöglichkeiten in Tübingen. Ein Stocherkran fährt über den Neckar, ist was ganz Schönes. So, Tübingen bietet da viele Freizeitaktivitäten, unter anderem kann mir auch Treppboote ausleihen, dann Storchkantouren, wie ich gerade schon gezeigt habe, und täglich ab 11 Uhr auf hier. Unter anderem hat Tübingen eine schöne Altstadt und schönes Freibad. Und dann, wo auch nicht, ach,
weit weg ist von diesem Campingplatz, wo ich jetzt von dem Neckar-Camping. Ja, echt empfehlenswert. Schön ist es auch da drüben auf dieser Mauer zu sitzen, Eis zu essen und die Beine baumeln zu lassen. Danach kann man noch schön spazieren gehen dort im Park. Ja. Tübingen hat schon einige Sehenswürdigkeiten. Seht ihr auch die alten Häuser. Okay, das war der Campingplatz Neckarpark oder der Campingplatz am Neckar in Tübingen und die Freizeitmöglichkeiten, die es in der Nähe gibt. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber alle kann ich euch nicht zeigen, da ich wieder arbeiten muss und leider keinen Urlaub mehr habe. Also eins noch, ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall Fahrräder mitzunehmen, weil in Tübingen ist es mit den Parkplätzen schwierig. In der Zeit sind auch viele Baustellen in der Fahrradstadt Tübingen. Also dann, und da unten ist dann der Bootsverleih, also direkt an der Brücke. Müssen wir gleich finden. Das war's. Und falls euch das ungeschickt ist, ein Fahrrad mitzunehmen, kann man hier auch E-Bikes mieten. Ist doch auch geil. Die bringen das her sogar. Cool. Was jetzt noch? Öffentliche Stocherkernfahrten. Und öffentliche Stadtführungen. Also, dann. Genießt euren Urlaub in Tübingen.